Was kann ich ihn denn? Gut, Versuch Nummer 3. Das Dumme ist halt, dass ich das Königreich Sizilien gründen will. Aber der derzeitige Herrscher von Italien, also beziehungsweise der Lombardei, hat mehr Pietät als ich. Er hat immer noch nicht genug, aber er hat mehr als ich. Hast du noch deine Söldner drin? Oder ich? Nee, Gott, ich frag wegen. Den Krieg nehmen. Nope. Rexer frage ich da eher, weil das so ein Minus ist. Oh ja! Du sollst vielleicht deine Söldner nochmal auflösen. Ich ja. Okay, jetzt brauche ich nur 100 Pietät. Könnte ich schaffen. Oder? Wieso habe ich auch Truppen ausgehoben? Na super, wieso habe ich Truppen ausgehoben? Wir sind doch... Oh geil. Ne, wir können eigentlich alles abziehen. 1600, ja geil, wieso habe ich die denn jetzt? Yep, das war's. So. Okay, jetzt machst du ein bisschen Plus. Direkt unser leichter Steuerfokus im Arabischen Reich durchgesetzt. Ja, das ist unser Kalif. Der meint noch Macht zu haben. Er hat Macht, er ist. Du als Ägypten bist auch noch im Persischen Reich, oder was? Ich bin im Abbasidenreich, aber wir sind quasi Nachbarn. Abbasidenreich. Okay, eine Rebellion. Also meinst du im Arabischen Reich? Ich bin im Persischen? Ja, im Arabischen Reich. Sehr gut. Ich bin nicht sicher, ob ich die Runde überstehe. Was? Ja, ich habe da so ein paar tausend Rebellen auf einmal stehen. Das ist doch ein guter Ansporn. Ja, das Problem ist, ich habe nicht so viele Truppen. Man kann sich ja auch in der Schlacht beweisen. Ja, das wird nix. Ich kann nur gewinnen, wenn der Feind unterlegen ist. Nicht, wenn er doppelt so viel Truppen bald hat. Ich weiß ja nicht mehr, mit wem ich überhaupt gerade im Krieg bin. Ja, unser Kalif ist nur im Krieg gegen jemanden. Deswegen ist es relativ egal, was da jetzt da gerade stattfindet. Wer soll macht dann was an, wenn die Sonne jetzt. Ich hoffe sehr, dass dieser Bürgerkrieg noch ein bisschen länger dauert. Ist immer nicht so leicht sichtbar. Ah, ich bin ja noch schwer verletzt. Ach verdammt. Sie sind Emir. Was macht ihr da, ihr Idioten? Sehr schön. Ha, er hat's geschafft. Lasst diesen Krieg noch etwas andauern. Krieg ist so unfair. Ich muss auf jeden Fall auch sorgen für deine Nachfolger, dass sie die heimliche Religion annehmen. Pia, wieso hat mein Hofspitze die Blatter an? Was hast du mit dem getan? Mein Hofspitze ist doch Dauergast in deiner Bibliothek und dementsprechend hatte die Blatter ange. Ja, gut. Wir müssen es erst wieder die römischen Standards lernen für Hygiene. Ich bin gestorben. Okay, und ich lade dich ein, ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen. Sehr schön, du kannst auch gerade hier so schnell zu mir hin. Ja, okay. Teleportieren haben wir schon erfunden. Na toll, bin ich schon wieder gestorben. Ich war doch gerade schon wieder. Hin. So, mal sehen, was für eine Wellenkriege, wie ich dich beeindrucken kann. Kann nur Schrott werden.
ist das hier die diplomatische, die Botschaft zwischen unseren beiden Ländern. Ich zeig dir meine Büchersammlung, passt glaube ich am besten. Bitte kommt rechtzeitig. Sehr schön. Oh Gott, nein. So Champier Vogel, oh nein. Christian. Irgendein Provinzler möchte meine Tochter. Kannst du mal in die Prozentzahl schauen, wie viel dir noch zum byzantinischen Kaiserreich, muss ich sagen, zum persischen Reich fehlen? Weißt du, wie das geht? Also nein. Du gehst auf irgendeinen Titel in deines Landes, gehst dann auf die Schure und schaust dann beim persischen Reich. Und wenn du auf Erstellen bleibst, siehst du die Prozente, die du dazu noch brauchst. Gefunden? Sorry, ich habe gerade nicht wirklich folgen können. Okay, du klickst auf irgendeinen Titel deines Reiches. Oder dein Titel reicht auch, deines Charakters. Ja. Okay, und dann gehst du... Na komm schon. Die Schure, das ist die Schure-Menü. Feld, ich meine das Feld. Warte, wo ist er? Da. Mhm. Genau. Dann siehst du persisches Reich. Also kannst klicken, das war... Und gehst auf den, bleibst auf den Stellbutton, um die Prozentzahlen zu sehen, die du noch brauchst. Also wenn ich auf die Jure klicke, also irgendein Titel, dann kommt nur Emirat von Jazira, Mosul und Mudaran. Ja, und rechts müsste noch ein Wappen bei dir drin sein. Das Persische Reich ist... Ist Abbasidreich. Ist Abbasidreich. Ja, du musst auf die Jure klicken. Hab ich ja. Hast du nicht. Doch, habe ich. Wenn du auf deinen Titel gehst. Ja. Müsste ganz links, ganz rechts das Persische Reich sein. Ach, da oben. Ja, das, ich glaube Reich. Auf Reich oder auf Persisch Reich draufklicken. Ja, mhm. Und dann beim Erstell-Button bleiben, um die Prozente zu sehen. Ihr müsst mindestens zwei Königstiefel. 68%. Boah, keine Pietät verloren. Ja, ihr braucht 400 Pietät. Ah, die Prozentzahlen sind halt immer säglich beim Persischen Reich. Da brauchst du ja 80%. 81%. Ja, schön 81. War das nur? Nee, du brauchst tatsächlich nur 80%. Also mir fehlen noch 12%, damit ich das machen könnte. Und wir müssen auch dafür unabhängig werden. Ja. Bitte erschafft das. Endlich kann ein Hofzwerg haben. Okay. Mist, er hat das Friedensangebot angenommen. Zack.
Nein, er rutscht im Plusbereich. Der hat ab 16k. 11. Du bist auf 11k. Ey, ich hab einen neuen Titel bekommen. Okay. Jetzt habe ich 70%, ich habe 2% dazu bekommen. Dann hat dir anscheinend der Kalif was gegeben. Ja, dann hat mir ein neues Emirat gegeben. Kriege ich denn da Prestige dazu? Schon mal gut für dich. Jetzt fehlen dir noch 10%. Ja. Oh. Wenn die Beine herzutümert ist. Ich habe 3 Pietä. Fehlen noch 97 meine ich. Meine Gattin ist schwanger. Ich habe eine Gattin. Was tust du? Auch nicht. No, ein paar Prozente. Also mein größtes Sorge ist mit deinem Vasallenlimit. Oh Mann, ich wollte kriegen. Das ist kompliziert. Boah, Sex über das Vasallenlimit. Wenn dein Herrscher stirbt, könnte es sein, dass du Titel verlierst. Ja, könnte sein. Okay, warte. Ich mache jetzt einfach Titel abtreten. Nee, das würde Marco nicht wollen. Er gemeint an den nächstbesten, erstbesten Herzog. Ich weiß nicht, was sagt es über einen König aus, wenn er eine Stellung der Frau auf marginal ändern will, von keine, und alle Frauen in seinem Rat dagegen sind. Nicht sonderlich beliebt. Den nächstbesten Herzog. In China schon wieder. Wie Pietät hast du? Okay. Wie untersteht denn da passiert? Carbon Herat. Ach so, das ist Pause.
deswegen hier nichts weiter. An den Emir abgegeben. Das hat auch Marco schon eingestellt. Verdammt, was ist eigentlich da kein. Hilf mal. Was mache ich denn jetzt? Ich spreche auch nicht für dich. Bellen hin. Ach, die sind jetzt da oben, natürlich. Dauern die Prozedur. Ja, toll, der wird beduinisch bei mir. Okay. Oh, hab ich jetzt. Oh, nee. Eine Revolte. Das Problem kenne ich. Ziemlich große Revolte. Hey, das Problem kenne ich. Ja, da muss man Truppen zusammenziehen. Kannst du mich in den Krieg hineinrufen? Wie mache ich das nochmal? Wir sind miteinander verbündet. Kilian. Nee, wir sind miteinander verbündet. Du müsst mich eigentlich. Ah, warte mal, ich kann es auch so an. Ruf zu den Waffen. Ich biete es dir schon an. Danke. Toll, oh Gott, jetzt habe ich die feindlichen Truppen hier überall bei mir. Ist doch schön. Seit wann gibt's denn den Irak? Das sind jetzt auch nicht so viele. Gibt's den Irak schon länger? Wie geht's denn? Schau, ob ich heil noch ankomme, du.
Ja, sehr gut. Ja, ich weiß. Passt ja auch nichts. Passt ja auch nicht. Jo. So. Alter, kann dieser elende Krieg gerade gut sein? Ah, das sind immerhin einige Truppen. Hast du Söldner zur Verfügung? Habe ich was zur Verfügung? Söldner, dass du Söldner holen kannst. Ja, klar. Weil ich würde jetzt momentan noch nicht die Rebellentruppen schlagen, das könnte riskant sein. Dann warte mal. Cool. Das sind einige. Schick deine 8000 Mann da weg. Wir sollten erstmal unsere Truppen da einigen. Eine. Gott, ich hoffe, ich krieg die eigentlich gescheit hin. Ja, wo denn? Ich muss erstmal jetzt nach von Alexandria rüberschicken zu dir, meine. Okay, du musst sie nicht gleich ganz hinten schicken. Du musst nur vorsichtig sein, dass sie noch nicht deine Armee angreifen. Das ist wichtig. Ja, sie belangen auch gerade nur so. Soll ich mir jetzt schon Söldner holen oder später? Deine Reserven müssten sein haben, oder? Hol dir eine Söldnereinheit auf jeden Fall. Was ist das für ein Kackspiel, ne? Also ich habe jetzt schon mit den Söldnern eigentlich mehr als die Rebellen. Okay, ja, es bringt die zu einer Armee zusammen und dann crashen die dann zusammen.